Und moin Leute! Hallo, herzlich willkommen. Wie unhöflich. Zu einer neuen Folge Dead by Daylight auf diesem Kanal. Nur mal vorab. Ich verstecke mich erstmal in diesem Busch. Ih, die Seuche. Die Seuche ist schon zum Schutzengel geworden. Yay! Ich habe schon zwei Folgen Dead by Daylight aufgenommen. Und bei den einen, also bei beiden, hat der Ton komplett reingeschissen. Weil wir haben ja das neue Let's Play Detroit Become Human gestartet. Und da habe ich ja auch gesagt, dass es mir leid tut, dass da so ein Rauschen im Hintergrund ist. Das hatte ich am Anfang auch, wo das komplett alles neu war mit Mikrofon, Headset etc. pp. Also komplette Aufnahmen hier. Genau. Dann habe ich das aber wiederum eingestellt, aber irgendwie hat sich das wieder zurückgesetzt und jetzt bin ich halt wieder am Rumprobieren, wie das am besten ist. Ich hoffe, jetzt ist es einigermaßen okay. Friendly Killer Round. Ja, ist schon Ruhe. Nice. Komm mit, Zwillingsschwester. Hani und Nani. Folgen der Seuche. Moin, Mädchen. Reiß dich mal zusammen. Das ist jetzt unfair. Die Spielchen gehen schon wieder los. Hallo Schwester. Und ich? Ich will auch geheilt werden. Ich gehe mich mal waschen. Bin gleich wieder da. Wo hängt denn Claudette ab?
Bug. Mama folgen. Tschüss. Mama, ich muss kotzen. Was will sie? Ja! Was willst du? Lol, wie still ist es? Wir machen Kotzwettbewerb. Lecker. Jetzt ist so eine Spielverderberin, die ist ja schon rausgerannt. Okay, GG, nice. Wow. Das war ja mal eine geile Runde. Wie viel hattest du Spaß? Ja. Ich hatte Spaß. Ganz knapp. GG. Kriegt auf jeden Fall einen Like von mir. Genau. Ja. Nice. Ich glaube, ich werde das aber doch bei dieser Runde belassen. Ich weiß nicht, wie lange die Runde geht, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem hier einen Schlussstrich und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin auch mal dafür, dass wir eine Friendly Killer Runde machen. Ja, ich weiß halt nur nicht noch mit welchen Killer, vielleicht auch mit der Seuche, weiß ich nicht. Könnt ihr ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge.